Ja, hallo Leute, ich bin's wieder, euer Charlie, mit einem Pilzefilm. Ja, jetzt noch so spät im Jahr. Gut, wir haben Ende Oktober, ist die letzte Woche vor dem November. Wir haben sogar für morgen Schnee angesagt, hier für Sauerland. Ja, ich will aber mal gucken, ob es noch Pilze gibt. Kommt mit, seid dabei, wünscht mir Trüff Trüff und ich wünsche euch viel Vergnügen mit diesem Film. So, dann gehen wir mal hier in diesen Wald rein. Ich befinde mich auch wieder hier unten an der Kerspetalsperre. Und hier stehen auch schon alte Pilze. Naja, gehen wir mal hier durch langsam. Ja, ich glaube es nicht. Die Kraterellen kommen in einem zweiten Schub. Die werden natürlich von mir mit Freude abgeschnitten. Ja, und die Stäublinge, die sind schon ausgestaubt hier. Die haben die Vermehrung hinter sich. Ja, und dass auch Kraterellen eine beachtliche Größe erreichen können, zeigt dieses Exemplar. Ja, hier finde ich Pilze, die ich normalerweise immer gerne mitnehme. Das ist der violette Lacktrichterling. Den nehme ich immer gerne mit, schon allein wegen der Farbe. Aber diese hier sind zum größten Teil überständig. Bis auf diese drei Exemplare, da werde ich mir welche von mitnehmen. Ja, außer alte überständige Pilze, wie hier so Weichritterlinge oder aufgepuffte Stäublinge, sind nur noch die Trompetenpfifferlinge da, die man sammeln kann. Wenigstens in diesem Waldstück. Hier steht wieder alles voll Trompetenpfifferlinge. Ja, hier ist Trüffelhund. Er ist gerade ein Schnüffelhund. Und der Herbst hat schon ganz gewaltig die Fühler ausgestreckt. Komm, Schnüffelhund, komm! Ja, komm! Hier sind überständige Fichtenblutreizker. Kann ich leider auch nicht mitnehmen. Hier was ganz Interessantes. Ein einzelner Hallimasch an einer ganz kleinen abgestorbenen Fichte. Ja, man merkt, dass die Pilzzeit hier im Sauerland vorbeigeht. Hier ist fast nichts mehr zu finden. Ich sehe nur überständige Pilze. Ja, aber dafür Trompetenpfifferlinge en masse. Das heißt, ich werde hier einen Film über Trompetenpfifferlinge machen müssen. Wie traurig, wie traurig. Ja, hier finde ich noch einen gelben Pfifferling, ein Einzelexemplar. Ja, die Leisten zeigen mir ein Pfifferling. Ja, da ist der Flo, der wartet auf mich, der ist so ungeduldig. Ja, hier haben die Wildschweine getrüffelt und vermutlich nach diesen Dingern, nämlich Pfifferling. Ja, ein Pfifferling noch. Ja, einen schönen großen. Weg.
Ja, das ist wieder ein Fichtenbrutreis, gell? Und den kann man mitnehmen, der ist nicht allzu überständig. Aber leider so voll Maden, dass ich ihn doch hier lasse. Ja, gucke mal hier, schön, ne? Kraterellen. Und da ganz oben sogar richtig große, normale Cibarius, also die gelben Pfifferlinge. Ja, und da oben, da sind sie, die großen Cibarius, wovon ich gerade gesprochen habe. Ja, beim näheren Hinsehen ist der Amethystbeflockte. Egal, kommt ins Körbchen. Ja, da habe ich schon gar nicht mehr dran geglaubt. Ein Steinpilz. Schön, wandert auch ins Körbchen. So, als wenn ich es geahnt hätte, steht hier sogar noch ein zweiter. Nee, was ein Prachtexemplar, wohl? Guckt euch den an. Und alleine ist er auch nicht. Also ich hätte auch nicht gedacht, dass die jetzt noch in einem zweiten Schub kommen, die Steinpilze. Ja, hier an diesem Ufer, da finde ich sogar noch Cibarius. Ja, ein Amanita muscaria, ein Fliegenpilz. Noch einmal Röhnchen. Ja, wunderbar. Und keine Made. Und hier finde ich noch einen Flockenstielien Hexenröhrling. Ein hervorragender Speisepilz. Ja, alleine war der auch nicht. Ja, hier glänzen auch noch in der Sonne Steinpilze. Ja, hier wachsen noch ein paar Eselsohren. Ja, ja, ein Eselsohr. Es hat sich trotzdem gelohnt, wo ich am Morgen losgehen soll, einfach am Morgen soll, diese Nacht schon groß, habe ich trotzdem einen vollen, halbvollen Eimer, keine überständigen Pilze, also schöne Pfifferlinge gefunden. Der Pilz des Tages war eindeutig die Kraterelle, ja, aber auch Hexenröhrlinge und auch wunderbare Steinpilze haben den Weg in meinen kleinen Eimer gefunden. Und eine letzte Marone war auch noch dabei. Jo, dann werde ich mir die jetzt schmecken lassen. Ich wünsche auch noch viel Trüff euch. Geht auch mal im Winter sammeln. Wir haben ja auch Winterpilze, Samfluß, Samfußrücklinge, wir haben Judasohren und wir haben auch die Austernseitlinge. Guckt mal danach. Ich will mal gucken. Ich weiß es nicht, ob ich diesen Winter schaffe, noch einmal rauszugehen. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein herzliches Trüff und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.